steht direkt davor. Er ist weg. Er geht weg. Was war denn das? Was habe ich denn da gerade gesehen? Was war das fette Viech? Ja, das ist das, was ich auch die ganze Zeit gesehen habe. Zweimal. Er ist noch hier. Geh nicht raus. Mach ich dich. Ob das der Jumpscare ist, das fette Viech, so in dem anderen Haus, oder? Ja, bei mir hat er zweimal. So, die Frage ist, bleib noch drin, der Typ ist jetzt wieder auf seinem normalen Gebiet, aber ich weiß nicht, wo der andere ist. Der ist auch relativ kistennah, deswegen ist das schon wieder ein Problem. Soll ich es riskieren? Ich kann ihn in der Dunkelheit nicht ausmachen, weil der hockt im Dunkeln, der Zweite. Aber ich glaube, du kannst es gerade riskieren. Ich habe gerade Schritte gehört. Und ich höre Atmen, Lennart. Bitte bleib stehen. Geh wieder in die Box. Oh mein Gott, er war direkt da. Er war direkt da. Was ist das denn? Was ist das mit Kemper, ey? Der steht gerade vor der Kiste. Hä, beide sind jetzt hier. Was ist das denn? Was sollen wir denn tun, wenn alle hier sind? Und ich auch die ganze Zeit atmen. Oh mein Gott. Okay, der... Ja? Ich will gucken, wo dahin hingeht, Mann. Ich bin sehr froh, dass diese Kiste hier existiert. Ja. Das dachte mir auch zweimal und trotzdem bin ich gestorben. Ey, meine Brille sitzt nicht richtig vor Schreck. Okay, der eine patrouilliert hier leider Gottes noch. So, aber wo ist der andere? Nein, der ist noch hier, deswegen bleib drin. Also Lennart, also, komm genau vor meine Kiste, da ist auch dieser Balken. Vielleicht schützt er uns von der Sicht her, weißt du? Ja. Ich muss aber gerade gucken, wo... Er geht gerade wieder direkt zu der Kiste. Ne? Tut er? Ja, er steckt jetzt neben der Säule. Ah, ich seh's. Ja, ich seh ihn. Er geht im Kreis. Geil! Jetzt aber die... Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo der andere ist, der aus der Dunkelheit aus dem Nichts kam. Ja, ich glaube, da müssen wir pokern, ob wir den sehen oder nicht. Und ich muss schnell in die Kiste, falls er kommt. Außer weil ich gerade Errungenschaft bekomme. Ich saß mehr als eine Minute in einer verdammten Kiste. Also ich hab eine Idee, die etwas riskant wird. Aber wenn du aus der Kiste gehst, geh direkt in die U-Bahn und dann links. Okay. Vielleicht haben wir dann eine Chance. Nein, er atmet. Immer wenn ich rausgehe, ich höre jetzt gerade nichts, aber wenn ich rausgehe, höre ich so ein aggressiv werdendes Atmen. Weißt du, was ich meine? Dann geh erst raus, wenn du nichts siehst. Also ich sehe ja nichts. Das ist das Problem. Ich sehe auch keinen. Okay, geh erstmal in die U-Bahn. Warte. Warum bewegst du dich? Ich höre immer aggressives Atmen, sobald ich rausgehe. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob du das bist. Kann sein, dass du das bist, der so atmet. Ja, das warst du. Ich helfe dir und du atmest wie so ein Psychopath, Mann. Was ist das denn? Passiert. Boah. Also ich habe einen Schlüssel für Büro, ne? Ach so. Der ist immer vorne und zwar, du siehst doch immer die Vase umrandet, ne? Weiter ja. Rechts, da liegt der immer. Oh, das ist der Generatorraum hier. Wollen wir da hingehen? Wir haben keinen Schlüssel für den. Wenn du zu bist. Vielleicht ist da vorne ja irgendwas hier weiter. Oder ist es nur leere? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube. Nee, ist verschüttet. Oh, ist offen. Oh. Ja, lass es mal hier erkunden. Den Generator brauchten wir für. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die haben nicht. Oh, das Schlüssel. Ich habe das Gefühl, die haben nicht ihre speziellen Routen. Die kommen ja tatsächlich auch weg da, ne? Das finde ich gar nicht gut. Ja. Abwasserschlüssel. Ah, den haben wir wieder. Ah, Sicherung. Was nicht gut ist, ist, dass hier eine Kiste ist. Das heißt, hier bräuchte man eventuell zum Verstecken. Ja, ich habe eine Sicherung gefunden wieder. Von der anderen Seite, da ist das wieder ein Brett vor. Hm. Das kann man vom Büro aus, vom Office aufmachen. Dann müssen wir doch zum Office gehen. Oh Gott, du hast die Tür aufgemacht. Ich dachte gerade, die geht auf. Nee, ich gucke aber gerade, ob Freunde kommen. Hier sind so Ketten dran. Was für eine Ratte, verdammte Hölle. Warum hört sich denn alles an wie Schritte? Was ist denn das? Warte, der Typ patrouilliert. Ich geh mal hier links hoch, ne? Ja, der ist gerade bei der Kiste. Also geht gerade fast zur Kiste. Ich komm ja nicht hoch. Kann man nicht springen? Doch, eigentlich schon. Ich meine hochspringen. Oh fuck, der da Typ. Da ist einer, der zweite. Ist ja. Ja, hier sind zwei. Das ist das Problem.
Geh wieder in den Waggon. Alter, kann ich... Bitte komm nicht näher ran, sonst sterbe ich. Ich glaube, er hat dich gesehen, Lennart. Er rennt nicht zu mir. Ja. Nein! Nein! Oh mein Gott. Och, du bist ausgewichen. Geh zur Kiste. Schnell. Oh nein. Ja. Ja, ich bin aber zweimal hängen geblieben oder dreimal. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wenn er zurückkommt, ob er mich dann direkt sieht. Weil ich sitze in einer Ecke, genau in seinem Blickfeld. Aber im Dunkeln halt. Er steht. Ich kann mich aber nicht bewegen. Bitte, 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 geh weg. Geh rein. Geh nicht zu mir. Geh nicht zu mir. Geh weg. Nutzt seine Kleinheit. Oh, verdammt. Mann, ich war so ein gutes Versteck. Der ist so oft hier dran vorbeigegangen oben. Ey, ne, dass da, dass in diesem Gebiet zwei sind, macht das richtig anders. Das ist die pure Hölle, dieses Level. Ich glaube, wir sollten wirklich ein bisschen runterstellen. Dann sind sie wenigstens nicht so schnell. Ja, wir müssen erst drauf klarkommen. Und ich denke mal auch, weil da steht ja Boss erscheinen zweimal. Ich weiß nicht, ob die Viecher als Boss gelten. Oder das andere große Viech, was auch im anderen Level war. Ja, ich glaube, die gelten nicht. Ich glaube, das sind die Handlanger, die Schwestern halt, ne? Ja, stimmt. Also sind sie einfach nur schneller. Oh, es ist ätzend, Mann. So. Das heißt, wir müssen... Ich glaube, der Office-Weg wäre tatsächlich, glaube ich, der beste Weg, ja. Weil... Zu den zwei Typen direkt zu gehen, wäre direkt der Tod. Ja, das stimmt. Vor allem, weil es da unübersichtlich wird und du 8 Wege hast. Gut, jetzt könnten wir auch abhauen von dem Office. Hol du dir mal den Schlüssel, dann weißt du, wo der ist. Der ist immer hier. Ah ja, ich sehe ihn. Hab ihn. Lauf, mach die Tür auf! Da bist du. Ich bin tot. Lauf, Lennart. Er hat aufgehört. Ich bin tot. Er geht zu mir in meine Richtung. Ich bin in der Kiste. Welche Kiste bist du? Vielleicht kann ich zu dir kriechen. Ich bin... Oh, ich sehe deinen Namen nicht ganz. Das ist so weiß. Ich weiß grob, wo du bist. Ja, aber das... Ja, oh mein Gott, ich sehe den einen Typen laufen. Ah, er geht's gerade. Er steht gerade bei mir. Oh mein Gott. Wirklich, wäre es noch auf schwer. Ich hätte es nicht geschafft. Dann wären wir beide schon tot, Mann. Wie viel Unglück können wir haben? Der andere Typ greift uns an, der zweite steht direkt vor der Tür. Also ich mach mal Tür auf. Pass auf, ne? Warum sagst du mir nicht ein bisschen früher? Schon hast du ein Glück, ja, dass die Kiste da ist. Eieiei. Ja, ja. Das war kalkuliertes Risiko. Das war absolut nicht kalkuliert. Wie willst du das erzählen? Das war... So schnell, wie du da wieder drin warst, das kannst du mir nicht erzählen. Das war gut abgeschätzt. Ich krieche, hallo. Hallo. Ja, perfekt. Okay. Also hier waren wir noch nicht Typ drin. Ja, der Typ ist aber gerade nach links gegangen. Da ist eine offene Tür. So. Ja, von hier bin ich reingekommen. Ach so, du bist so rumgelaufen. Ich dachte, du bist gerade links. Ja. Oh mein Gott. Lauf. Oder so. Der ist da gerade um der Ecke. Ich suche hier nur Dinge. Alles gut, hier ist noch eine Tür. Kann man hier raus? Ich weiß nicht, ob er gerade zurückgeht, weil er kann nämlich auch in diesen Raum rein. Er geht rein. Ja, du kannst hier rausgehen. Ich zeig dir das Loch in der Wand, da ist man sicher. Glaube ich. Siehst du da? Da ist der. Da bin ich eben durchgegangen. Da unten. Oh, und da sollte man sicher sein. Hier ist wieder eine Sicherung. Perfekt. Hier ist auch ein Schrank. Und hier kann man das Brett rausmachen. Oh, das ist gut. Mach doch nicht die Tür direkt auf, nur wenn ich das Brett rausmache. Ach, das ist... Ach, das ist da... Ah, okay. Ja, das ist der Flur hinten. Das ist gut. Dann können wir gleich noch die beiden Räume untersuchen. Dann könnten wir das als... Das könnten wir als Safe-Raum nutzen. Ja, deswegen dachte ich auch, dass wir in dem Raum hier, wo wir jetzt reingehen, das Brett nicht entfernen. Weißt du? Dann könnten wir hier immer sicher sein, weil der kommt dann hier nicht rein. Das ist Stau und... Oh... Computerplatine war wieder hier. Und da ist auch wieder die, ja. Da war eben beides auch hier. Und, haha, mein Schatz. Hehe, ich hab 10 bekommen. Sehr gut. Gezeichnet. Da ist noch eine Sicherung. Ja, hast du eine, nicht eine? Ich habe sogar noch eine Statue. Die Frage ist, was für einen Weg gehen wir jetzt? Sicherung haben wir jetzt 2, das ist für den Streik. Aber wir haben die Softwareplatine und den Router aktiviert, das ist für Abgrund. Ich denke mal, wir müssen gucken, was wir eher noch bekommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay. Welche Schritte?
Es ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Im Flur hier habe ich nichts gesehen. Gott, ey. Mach nicht Angst. Mach mich nicht Angst. Ach, die kann man auch aufmachen, die Spinne. Hier ist aber nichts drin. So, wir müssen noch zu den anderen beiden Räumen und dann müssen wir tatsächlich in die U-Bahn, Lennart. Ja. Ich geh zu dem Serverraum. Ich hab die zweite Statue. Sehr schön. Ich guck gerade bei der Toilette, ob da was ist. Ich glaube, ich sehe auch ein Gegenstand. Mein Gott, Eigenstand. Ich habe noch eine Sicherung. Jetzt habe ich Sicherung, zwei Statuen, ist ausgeglichen. Ich gehe gerade wieder in die Basis. Wenn du auch in diesem Vorraum bist, kannst du die Tür jetzt zumachen. Ich komme rein. So, bin drin. Okay, aber hier kommt er ja eh nicht rein, außer Atemwurm. Er ist eben auch reingekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nur Zufall ist, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder ob es an dem Schwierigkeitsgrad lag, weißt du? Ja, dann gehe ich kein Risiko ein. Ich würde ihn gerne provozieren, um zu sehen, ob er hier reinkommen kann oder nicht. Ich kann ihn ja locken, während du im Schrank bist. Wenn du willst. Ja, alles für die... für die Wissenschaft. Ist er direkt bei dir, oder was? Ja, ist ja, drin. Oh, er konnte mich nicht im Schacht angreifen. Perfekt, und, also kann er nicht im Schacht. Ja, nee, er hat auch direkt abgelassen. Sehr gut, dann ist das hier unser Safe Room mit dem Brett vorne dran. Das dürfen wir niemals wegmachen. Ja, außer Alter, wir brauchen. Mein Gott, ey. Das war aggressiv knapp, Mann. Steht da eigentlich Welcome oder was? Das ist so hell. Wer hat sich das ausgedacht als Design? Ja. Furchtbar. Welcome, ja. Geil. Das E kann man ja sehr gut lesen. Ja, oder? Richtig gut designt. Was noch steht da? Mein Gott, du reflektierst ganz schön. Wenn ich auf dich scheine, ist vorbei. Ich bin halt eine Sonne. Ja. Ich dachte, es wäre schlauer, wenn wir nicht so sehr beieinander laufen, oder? Sondern eher mit Abständen. Naja. Okay, er geht jetzt... Ne, er steht auf dem Flur. Ja, ich sehe es. Wir sollten... Er geht weiter. Perfekt, dann gehe ich hier raus. Er ist um die Ecke. Wir sollten hier lang gehen. Zur U-Bahn. Da sind auch noch Räume. Ja. Ah, hier kann ich das Brett entfernen. Bist du schon hinter dir? Ja, dann kommen wir direkt, dann sind wir, ja, ich bin hinter dir. Dann sind wir direkt bei der Kiste, ne? Nein, das ist der. Das ist der Wolfman-Abwasserschlüssel. Dann müssen wir wieder da hinten hin. Ja. So, jetzt ist aber das Problem, rechts ist hier einer und hinter der U-Bahn ist der zweite oder der Dunkel. Er kommt her. Ja, U-Bahn, Dunkelheit und der. Ja, sonst. Also der hier, der in der U-Bahn und der in der Dunkelheit hockt. Das sind schon drei ziemlich eklige. Ja, es ist fies, dass die da hocken. Aber eine Schwester netter. Die Schwester aber angenehmer, deutlich angenehmer. Er ist gerade bei der Kiste. Auch. Okay. Ja, achte lieber auf den Flur, hast du nicht auf einmal hinter uns. Angst, dass der gerade auf die Tür auf. Ich habe auch gerade Angst gehabt, deswegen habe ich zu dir geguckt gehabt. Ich dachte, oh, ich höre Schritte. Kommt der jetzt hierher? Aber die Schritte waren da, ne? Vielleicht ist er wieder weggegangen. Alter, wie das blendet. Ja, ne? Leuchte mal auf meinen Rücken. Ist furchtbar. Eben im Schacht habe ich gar nichts gesehen von dir. Ja, ich mach mal Tür auf. Ja. Okay, ich komme mit. Mal. Ich sehe ihn nicht, aber ich sehe den zweiten auch nicht. Die Frage ist halt, wo er hingegangen ist. Wir könnten, warte mal, geh du mal durch und ich werf gleich hier in den Gang eine Platte, weißt warte, du? Ja, warte mal, ich könnte auch erstmal wieder zum Generatorraum. Ja, das war mein Ziel. Ich wollte nur, dass du da hingehst schon mal und ich komme nach. Ich wollte nur dieses Plattending da hinwerfen, dass sie zum Geräusch gehen. Ich bin drin. Gut. Das Dings habe ich auch geworfen gehabt, falls sie da hingehen. Ich hab den Abwasserschlüssel. Perfekt, dann können wir wieder noch zurückgehen gleich. Ja, von Ansel. Dann ist auf dieser Seite, wozu ist der Abwasserraum? Stimmt. Oh, hier ist noch eine Sicherung. Ich hab jetzt zwei Sicherungen und zwei Statuen.
Wie viel haben wir denn jetzt? Ich habe zwei, du hast zwei, wir haben vier. Also zwei fehlen uns noch, da können wir das mit dem schweren Streit machen. Oh, das da ist mir irgend. Ganz hinten durch. Ich habe so einen Schatten gesehen von ihm. Da. Ich sehe ihn, ja. Das kann sein, dass das der ist, der immer im Dunkeln ist. Und wenn er zurückgeht, dann ist er nicht mehr da. Das ist halt ziemlich fies. Hier ist auch echt ne. Fuck, er ist im Waggon gewesen. Der Hund. Dich oder mich gesehen? Mich hat er gesehen, ich bin tot. Ich habe ihn ja gar nicht gesehen, es war super dunkel. Alter, er ist auf einmal in den Waggon gegangen, Mann. Und jetzt geht er jetzt hier hoch? Kann das sein? Ne, er steht in der Ecke bei mir. Ich komm zu dir. Ah. Aus dieser Ecke wegzukommen, das wird eine andere Geschichte hier. Das ist furchtbar. Verdammt. Und zumindest geht er nicht ohne Grund hier hin. Das wäre sonst ziemlich schlecht. Weiß ich ja nicht. Vielleicht macht er das ja noch. Ich sehe ihn auch nicht. Ich weiß nur, dass er in der dunklen Ecke stehen geblieben ist, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ah, Tag. Tag. Quetsch mich mal durch die Tür. Ist ein komisches Geräusch zum Wiederbeleben, ne? Ja. Ich habe noch einen Teller in der Hand zum Werfen zur Not. Also, ich kann ja mal. Oder bleib du erstmal im Generatorraum und ich versuche, mit dem Abwasserschlüssel zu kommen. Wenn ich scheitere, kann ich zurückkriechen. Okay. Soll ich meine Platte da hinten hinwerfen, nach oben? Nee, ich bin gerade im Ding. Oh, ich kann durchrennen. Perfekt. Ich sehe ihn aber nicht, sehr vorsichtig. Dann versuche ich. Der andere ist auch nicht gerade hier. Wo sind die denn jetzt hin? Okay, ich bin im Abwasserding. Huh, ach so, war ein Schild. Okay, ich kann die ja aufmachen. Perfekt, dass das geklappt hat. Gut. Sehr gut. Oh, sehr schön. Oh. So, Anna? Ja? Willst du vorgehen? Oh, was ist das denn? Wieso? Ich werde das dir einen Vortritt. Okay, es geht. Das ist nur das Licht ist so dunkel. Sind das deine Schritte? Ja. Nicht deine Schritte. Das sind nicht deine Schritte, Leon. Da ist ein Viech drin. Oh, wir brauchen hier jetzt nicht nochmal einen Schlüssel. Naja, ich glaube nicht, oder es ist ja zweimal Abfluss. Okay, bleib mal auf Abstand. Ich mach mal auf. Er ist irgendwo rechts von uns. Ich hab Angst. Fuck. Okay, links ist safe. Warte, nein. Nicht safe? Oh, also ja schon, aber. Puh, dummes. Ich hab das große Monster gesehen. Och nö. Kurz. Also als Foreshadow. Kann ich hier rüber springen? Ach, geht im Kreis. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. In Utility Room. Das ist ein ganz komischer Raum hier. Hier ist so ein Müllteil. Aber es leuchtet, das müssen wir irgendwie anmachen mit Sicherung. Ich gehe gerade hier mal im Kreis. Mach das, ich beobachte, ob wenn er wiederkommt. Oh mein Gott, ich kann hier rein. Kann ich aufmachen. Hi. Hier ist auch ein Schrank zum Verstecken. Was die machen, Alter. Warum geht es denn noch weiter runter? Ich guck mich erstmal hier um. Soll ich auf jeden Fall kommen? Ja, der Raum ist jetzt. Oder geht's bei dir auch weiter? Ja, bei mir geht's auf jeden Fall auch weiter. Ich check gerade. Nee, das ist dicht. Okay, hier kann man. Aber hier geht's ja auch hier noch ist auf jeden Fall. Okay. Naja, hier kann man auf jeden Fall einmal runter. Also da hinten ist bei mir ist eine Tür gewesen, die man aufmachen muss mit irgendeiner Sicherung oder einem Schalter. Also vielleicht gibt's den hier unten. Okay, jetzt. Nochmal zu. Jetzt nochmal weiter runter, weil warum nicht? Gänge, ey. Wer hat das denn designt ohne Lampen? Ist da jemand? Da ist einer. Raus, weg. Lauf. Einer muss nur sich verstecken können. Der andere ist egal. Sag ich jetzt mal. Wenn der da schon aufgehört zu jagen. Oh lol. Ich hab, glaube ich, den anderen gerade gesehen. Ich sehe da niemanden, der hochkommt, Lennart. Toll. Ach, ich weiß nicht. Ich
Hören Sie dir? Ich höre Dinge, die mir nicht gefallen. Ich glaube, die sind hinter dem, hinter der Tür hier vorne. Hörst du das? Das ist doch hier hinter. Da wird auch jemand drin sein. Leider. Dieses Spiel, ne? War mich so fertig. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist grauenvoll. Hm. Egal, wo man hingeht, da sind irgendwelche komischen Viecher. Okay, okay. Geht's da rechts noch lang? Ja. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich glaube, hier machen wir das mit dem Wasser. Oh. Das Erste, was wir tun sollten, ist, uns einen Schrank zu suchen, Lennart. Das Erste, was wir tun... Wo ist der Typ, der von... Haben wir gefunden? Haben wir ihn gefunden? Wundervoll. Deswegen wollte ich erst einen Schrank suchen. Ich habe eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das oben, ist gut. Oben ist eine Kiste. Oh Gott. Er jagt mich nicht. Verdammt, Alter. Ich sehe noch nicht. Mein komischer Teller reflektiert. Ich kann ihn nur nicht mehr loslassen. Oh, Utility Room, Lennart. Ich kann ihn aufmachen von hinten. Ach, das ging hier hin, Lennart. Das war die Tür, die verschlossen war. Sag mal, wo? Ich bin über dir. Und hier kannst du rein, ja. Das war die Tür. Und da ist auch die Kiste hinter dir. Oh, wie praktisch. Und hier ist noch eine zweite Kiste. Guck mal, wir können uns beide verstecken. Das ist sogar noch besser. Vortrefflich. Okay, hier ist das... Kann ich das hier reinwerfen ins Wasser? Kann ich nicht. Das ist trotzdem geknallt. Oh, da oben ist er. Lennart, da ist er. Kontrollraum. Ja. Oh nein. Hat er einen gesehen. Ich gehe in eine Kiste. Ich slack bei mir. Oh Gott, wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich hatte auch gerade kurz einen Rücken. Ja, er steht. Hier kann man nicht rübergehen. Ja, ich sehe ihn. Also auf der anderen Seite ist auch eine Kiste, aber da ist der Stromteil vor. Mit dem Wasser. Ich glaube, das Wasser müssen wir erstmal ordentlich wieder machen, bevor das geht oder abschalten. Vielleicht, ja. Also, na gut, der Patrouille ist ziemlich eklig, ne? Wir könnten ja uns wieder hochgehen und deine Seite erstmal angucken. Gingst ja auch weiter, oder nicht? Ja, das können wir gleich machen. Ich bin doch gerade hier vorne weiter, ne? Siehst du das Viech gerade? Weil hier ist ein Zettel, ich würde ihn gerne lesen. Ich sehe ihn nicht, ich bin gerade aus der Kiste. Okay, ich lese mal. Eines der Experimente zur Platzierung von Figuren auf dem Kalender wurde von einem völligen Misserfolg gekrönt. Es stellte sich heraus, dass der Kalendermechanismus ein kleines Erdbeben verursachen konnte, das anscheinend ein Schutzsystem gegen ungebetene Gäste war. Jetzt ist ein Teil des Bahnhofes eingestürzt, inklusive der Gefahr, dass einer der U-Bahn-Züge in der Abwasserleitungszone einen Unfall verursacht. Ein Rohrbruch kann eine Kettenreaktion von Druckänderungen im System auslösen und eine Überschwemmung verursachen. Aus Sicherheitsgründen haben wir das Bedienfeld ausgeschaltet, die Sicherung entfernt und die Druckregelkombination geändert. Wiederhole es an alle Mitarbeiter. Bleiben Sie der Leitwarte fern. Das heißt, dass Sie das geändert haben, ist deren Schuld, Lennart. Wegen denen müssen wir das machen. Geil. Aber ich sehe auch den Typen nicht. Ist das vielleicht der Typ, der auch in den Flur kommt? Oh, da, da, ich sehe ihn. Ja, er kommt zu mir. Das heißt, ich gehe schon mal hoch. Perfekt, ich gehe suchen. Nein, er hat mich gesehen! Nee, er hat aufgehört. Er hat nur kurz geschrien. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich bin oben. Achso, du bist ganz oben. Ich dachte, ich hab dich nur rennen sehen, deinen Namen. Ich dachte, du rennst zu ihm. Oh, das ist noch zu. Ich verstehe. Ich häng fest. Oh mein Gott. Ich habe hier eine Tür, wo ich runtergehe. Oh mein Gott, ich kann in den Abfluss gehen, Lennart. Was ist das denn? Lol. Was ist das denn hier? Warum muss ich hier rein? Ich hoffe, das geht nicht zu weit. Hier ist ein Typ. Ah, warum ist hier ein zweiter Typ? Hört auf, Gott, mich zu jagen. Das ist irgendein Abflusstyp. Lennart, da geht's in Abfluss und ich weiß nicht, wie tief. Anna, oh. Ah, das ist der zweite Typ. Anna, ich bin auf der anderen Seite des Gitters. Siehst du mich hier? Hallo. Hallo. Ah. Kann ich dir irgendwie... oh mein Gott, du kannst ja hier hin. Hier, hier, Anna. Warte, warte. Ich muss erstmal. Ich bin verfolgt. Oh mein Gott, scheiße. Scheiße nicht. Oh, hier ist ja die Verbindung. Ach du Scheiße. Ich gehe schnell wieder weg. Nicht, dass wir beide sterben. Das ist schlecht. Ich hab wieder aufgehört, also. Du kannst direkt zu mir. Das ist ein Kreis. Ein geschlossener. Okay. Oh mein Gott, hier ist auch eine Kiste. Okay. Du solltest gleich zu mir kommen und wir gehen beide in den Abwasser. Okay. Das war ziemlich selbstverständlich. Okay, du kannst, wenn du sicher da bist, da bleiben. Das ist nur ein Kreis mit zwei Kisten zum Verstecken. Hä? Ja, okay.
Ich glaube, der Typ ist in das Treppenhaus gegangen, wo wir herkamen, Lennart. Ich habe eine Tür gehört. Und der ist nicht mehr unter mir. Ja, der ist rausgegangen. Nee, gar nicht. Der ist wieder reingekommen. Der hat nur die Tür aufgemacht. Alles gut? Der ist da hinten. Ja, ich sehe ihn. Da hinten geht's. Was ist das gewesen? Ich glaube, das ist das... Könnte das das Fette sein? Ja. Ich gehe hier durch den Tunnel. Ich komm mit. Hier ist eine Kiste. Hier ist auch irgendwo ein Mensch, ne? Pass auf. Hier? Okay. Irgendwo hier. Ich bin hier runtergegangen und da angefangen, mich zu verfolgen. Ich bin noch nicht weitergegangen als hier. Hier kann ich aufmachen, aber soll ich auf... Nee, ich ja, mach auf, mach auf. Da oben ist dieser eine Raum, wo man auch die Kiste kriegt. Siehst du, rechts okay, von dir ist eine Kiste, aber da ist der Strom noch an. Ja. Ich höre nichts, das Viech hier. Okay, hier ist aber auch eine Kiste links von uns, blauer. Ja. So, wo gehen wir lang? Dann, unten oder erstmal oben? Ich guck oben, weil es gerade so schön leuchtet, das beruhigt mich. Okay, dann gehe ich nach unten. So, aufteilen, weil das eine... Oh, das ist immer die beste Idee in Horror, oder? Das ist so ein langer... Meiner ist auch nicht besser, Lennart. Oh, hier ist eine Tür. Oh mein Gott, ich habe einen verkohlten Luki gefunden. Oh mein Gott. Ja? Voll geschrien. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Was zur Hölle ist denn hier los? Ich bin in einen Typen reingelaufen. Weißt du, Lennart, ich habe... Oh, du bist bei dem Typen, okay. Lennart, hier ist eine Tür, die ist geschlossen. Und als ich die aufmachen wollte, lief da ein riesen fettes Viech lang. Und das war eigentlich, glaube ich, nur Halluzination. Ach so, ja, das habe ich jetzt schon zweimal gesehen. Ich glaube, dann legt der bald los, das Viech. Oh nein. Ich meine, der hat schon losgelegt. Ich glaube, die Bossmusik, die wir eben hatten, ist das Viech, das große. Mhm. Oh, ich sehe den Typen, der steht da, beim Licht. Ja, weil ich auch vor seinen Augen in die Kiste gegangen bin. Gott, ich sehe dich links von mir. Oh ja, ich gehe mal wieder runter, ne? Besser ist. Mhm. Aber dafür brauchen wir den Schlüssel für Höhleneingang. Es geht in eine Höhle, Lennart. Eine Höhle. Warte, du. Da geht's nicht weiter, wo du bist, oder was? Nein. Aber es ist ein Höhleneingang. Das ist gar nicht gut. Ich sehe den Typen noch. Kann der mal weggehen? Er geht wahrscheinlich im Kreis oder so. Oder ist er oben beim Gang wieder hingegangen? Wo ist er hin? Er geht zu dir, Hanna! Er geht zu dir! Wieso? Ich kann doch hier gar nicht weg! Lennart, das ist... Ich werd sterben! Das ist meine Chance zu erforschen. Ich will das nutzen. Lennart! Ja? Oh mein Gott! Er steht nur. Er greift mich nicht an gerade, ja? Also pass auf. Mein Gott, das ist ja... Jetzt greift er mich, glaube ich, an. Ja, ich bin tot. Wieso gehst du denn zu mir? Was ist das? Ich bin in einer neuen Kiste. Such zu mir zu krabbeln. Das ist eine verdammte neue Kiste. Wir gehen aber Kiste diese Kiste. Diese großen Kanalluken, ne? Ja. Die zu sind, diese grauen, die kannst du auch aufmachen. Ich habe gerade einen geöffnet, der... Wo wir jetzt doch mal einen Kreis haben hier. Ach man, wir haben dauernd irgendwelche Kreise. Das ist ja furchtbar. Ja, aber das ist praktisch, weil da sind keine Viecher, sondern zwei Kisten. Na gut, Gott sei Dank. Okay, der Typ geht jetzt dahin, wo die erste Kiste war. Ich komm zu dir. Ja, ich bin entspannt in der zweiten Kiste. Ach, schön, dass du entspannt bist in der Kiste, während er an meine Ecke kommt, wo nichts ist. Und ich jetzt krabbeln muss, um meine Beine aufzuschürfen. Ich hasse es, was ist denn das immer? Meine Güte. Warum belästigst du ihn auch? Weißt du, du willst doch Stress, oder? Wir prügeln uns gleich wieder. Aber wieso Gewalt? Ich beiß dich, ja auch. Wir sind, nein, ich bin wieder gewalt. Ich beiß dich. Wir sind doch auf einer heiligen Mission. Ja, so sieht das hier auch aus, Mann. Ich glaube, wir kommen gleich in die Katakomben. Ich krieche. Wo bist du denn? Wie lange muss ich denn kriechen? Oh, hier ist ja jemand tot. Der ist verbrannt. Ja, das ist... Oh. Ich habe ihn Luki getauft. Wieso ist das Luki? Ja, weiß ich nicht. Wie sagt ja eigentlich immer den Luki? Das hört sich so schrecklich an. Weiß ich nicht. Ich finde das toll. Wie ist nicht dieser eine Fußballspieler? Lukas Podolski oder so? Wo wir ihn nicht so nennen? Nee. Das wird zu sportlich. Ja, stimmt. Ach, ich sehe deine Umrisse kriechen. Hallo. Ah, yeah, yeah. Du hast es fast geschafft. Jetzt bin ich das kleine Baby geworden. Ist das Viech bei dir? Ich sehe nichts. Eben war es noch woanders. Ich weiß nicht, wie schnell es ist. Ja, Mann, halt so ein Todbruch. Danke. Ich habe eine Vase. Es ist so schrecklich, die Gegenstände mitzunehmen, denn dauernd reflektieren sie so hart. Ja. Was sieht man immer nicht? Mal... Ich werfe das jetzt weg. Weitere Stadttour.
Unendlichkeitsfigur. Oh, und hier geht's weiter zur. Ich habe das Bossfisch schreien gehört.